Ich freue mich, dass ich heute schon wieder mit jemandem ratschen darf, und zwar mit dem Mike von Sleepy for Gin. Und erst einmal grüß dich, freue mich, dass du Servus, Zeit grüß hast. dich. Hallo. Ihr macht Gin bei euch. Erst Genau. einmal erzähl einmal, was genau ihr macht für den Gin-Laien quasi. Also wir machen einen bayerischen Gin. Das Ganze nennt sich Sleepy Fortune nach dem Massiv der schlafenden Jungfrau. Ich weiß nicht, kennst du den Wendelstein? Das ist Ja. unser Hausberg. Und den sehen wir von unserer Distillerie aus, siehst du den? Und der bildet Nee. zusammen mit zwei anderen Bergen das Massiv der schlafenden Jungfrau. Ich zeige mir das mal schnell hier auf dem Etikett nachempfunden. Können Sie auf der Website dann mal schauen. Das ist quasi der Wendelstein stilisiert. Und deswegen kam man mit der Idee zu sagen, schlafende Jungfrau, die übersetzen wir ins Englische, dann ist es die Sleepy Virgin. Ja. Und mit diesem Namen sind wir gestartet. Das hat alles super funktioniert. Wir haben ein geiles Logo designt. Wir sind losgestartet. Alle fanden den Namen toll. Ja, wir waren auch bei euch auf der Hallo vertreten, auf der Messe mit dem Namen Werbemittel gemacht. Alles super wunderbar. Ja, 2 Monate später kriegen wir Post von Virgin Records Limited aus England, dass ihrer Mandantin ein großer Schaden durch unseren Namen entstanden ist und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir mussten den Namen einstampfen, sind mit einem blauen Auge davon gekommen und haben dann gesagt, okay, wir bleiben aber grob dabei und wir machen jetzt Sleepy Fortune oder wenn du das bayerisch aussprichst, Sleepy Fortune. Auch Und gut. Fortune unter anderem auch deswegen, weil unsere kleine Company heißt so, 4T Productions, also wir sind 4 Typen. Und so kam es zu dem Ganzen. Und ich meine, die Idee, du hast vorher gefragt, wie kommt man auf die Idee, so einen bayerischen Gin zu machen, das war tatsächlich eine buchstäbliche reine Schnapsidee. Wir sind hier umgezogen, was ihr hier seht. Das ist ein altes Schloss, in dem wohnen wir seit 2 Jahren. Und da habe ich irgendwann mein kleines Regal eingeräumt mit ein paar Spirituosen. Ich war eigentlich eher so in der Whisky-Fraktion vertreten. Und dann habe ich zu Simone, meiner Frau, gesagt, weißt du was, ich hätte eigentlich Bock, meinen eigenen Gin zu machen. Und sie so, ja, ja, klar, wie es halt so ist, wenn der werte Ehemann lustige Ideen entwickelt, was durchaus öfters mal vorkommt. Und dann habe ich das aber ein paar Freunden erzählt und jeder von denen sagt, ist der Hammer, wenn du das machst, ich bin sofort dabei. Und so haben wir uns gefunden. Wir sind eben, wie gesagt, zu viert. Das ist meine Wenigkeit. Dann gibt es den Georg Kaltner von der schönen Aussicht, den kleinen Höhenrhein. Das ist dort, wo auch die Distillerie ist, wo wir den Blick einfach haben. Dann ist es der Alexander Heuer vom Schweiger Brauhaus aus Markt Schwaben. Und dann noch der James Brandt, das ist mein Nachbar im Schloss, der ist Bauleiter. Also wir haben jetzt eine spannende Konstellation. Wir haben einen Bauleiter, wir haben 2 Gastronomen und einen Filmproduzent. Kann ja nur also, was man irgendwas halt so dabei braucht. Rauskommen, oder? Ja. Und das Spannende war, jeder ohne jegliche Vorkenntnis im Bereich Alkoholproduktion. Aber funktioniert, oder? Ja genau, der Vater von Georg hatte eine alte Distille, der lebt leider schon länger nicht mehr, aber der Georg hat sich da eigentlich nie drum gekümmert, das war immer das Hobby vom Opa und vom Papa sozusagen, die das gemacht haben. Und wir haben ja gesagt, lass es uns probieren, wir wollen einen Gin entwickeln, den es in der Form einfach noch nicht gibt, weil wir sind selber ganz, ganz begeisterte Gin-Trinker, aber wir haben so das gewisse Etwas hat uns gefehlt. Und ich bin kein so Fan von diesen, weiß nicht, vielleicht kennst du diese Western-Style-Gins, die nach allem Möglichen schmecken, nur nicht nach Wacholder, das wollten wir halt einfach nicht. Was ist dann das Besondere bei einem Gin? Das Besondere beim Gin, also so wie wir es verstehen, ist halt tatsächlich starke Wacholdernoten. Das ist auch ein echter London-Dry Gin. Das ist sozusagen das Reinheitsgebot vom Gin, wenn du so willst. Also der muss bestimmte Wacholderanteile haben. Der darf nicht nochmal destilliert sein, da dürfen keine Zusätze rein und so weiter. Und wir wollten halt eine lokale Note, weil wir gesagt haben, wir wollen den regionalen Bezug. Wenn du schon Sleepy Fortune heißt nach der Jungfrau, dann muss auch irgendwas drin sein, was einfach nur hier wächst. Und das Erste, was wir gesucht haben, wäre natürlich ein Kraut, was nur hier tatsächlich vorkommt. War Wunschdenken, gibt es einfach natürlich leider nicht. Aber wir haben uns für Fichte entschieden, weil bei uns gibt es ganz viele Fichtenwälder. Und was du tatsächlich in unserem Sleepy einfach drin hast, sind handgezupfte Fichtennadeln. Von euch oder wer zupft es? Von uns, tatsächlich von uns. Ihr könnt es auf die Homepage mal gehen, da findet ihr teilweise auch lustige Fotos, wie wir das zupfen. Und ganz ehrlich, kann ich euch auch verraten, das ist eine Sauarbeit. Ja, glaube ich schon. Weil das kannst du nicht automatisiert, dann hockst du halt wirklich dran und zupfst Fichten. Auf der anderen Seite ist es super kontemplativ. Wir hocken dann immer in einer lustigen Runde. Geht sogar jetzt in Zeiten von Corona mit Mindestabstand. Wunderbar. Und dann kannst du schön über Gott und die Welt unterhalten und Fichtennadeln zupfen. Das ist doch super Teambuilding, oder? Absolut. Absolut. Wir haben schon gesagt, irgendwann bieten wir das als Seminar an, weil das ist schon eine coole Geschichte und bringt dann auch so ein bisschen down to earth. Aber komm mal bei euch. Fichtennadel zupfen in Großhöhenreich. Und dann seinen eigenen Gin daraus machen. Genau. Dauert wahrscheinlich ein bisschen länger dann. Genau, ein bisschen. Genau. Ja.
Und wir haben uns auch mit der Menge ein bisschen unterschätzt. Also vielleicht ganz kurz zur Rezeptentwicklung, weil das hört sich dann so an. Vier Leute, die überhaupt nichts mit Alkohol zu tun haben, machen jetzt einen Gin, der auch noch gut schmeckt. Wie geht denn sowas? Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Und wir haben da Hilfe von einem guten Freund gehabt, vom Basti von Cosmic Spirits. Der war übrigens auch ein Aussteller bei euch auf der Hallo Bayern. Das ist ein Freund von mir, der schon seit langem Gin und andere leckere Getränke macht. Und den habe ich mal gefragt gehabt, ob er sich vorstellen kann, uns bei der Rezeptfindung zu unterstützen. Und jetzt hast du ein bisschen gezögert, weil er ja selber natürlich genug zu tun hat. Fand es aber dann so lustig, dass er gesagt hat, ich unterstütze euch. Und dann haben wir halt unsere Vorstellungen kundgetan, was wir wollten, in welche Richtung wir gehen wollten. Wir wollten von vornherein auch ein richtiges Gerät quasi machen. Also unser Gin hat 57%. Das ist quasi Navy Strength. Mhm. Ein normaler Gin hat um die 40, 43, 42%. Und wir wollten halt Fassstärke wie beim Whisky. Und bestimmte Geschmacksrichtungen, wo wir gesagt haben, Fichte muss drin vorkommen, darf aber halt auch nicht nach Badezusatz schmecken. Das muss wirklich ein runder Geschmack sein. Und da hat uns der Basti super geholfen. Basti Rauscher, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und so ging das Ganze los, so sind wir zu unserem Rezept gekommen. Und der Witz war ja, wir wollten den ja eigentlich nie vermarkten. Das war einfach wir vier, Blöde, sage ich jetzt einfach mal, haben die Idee gehabt, gelingt es uns innerhalb von einem halben Jahr unseren eigenen Gin herzustellen, der uns auch schmeckt. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Wie gesagt, dieses Testrezept, was der Basti gemacht hat, das ist immer auf einen Liter. Und den haben wir halt dann hochskaliert. Und bei dem Liter war das relativ überschaubar, was da an Fichtennadel drin war. Das waren ein paar Gramm. Und wo wir dann den ersten Testbrand gemacht haben beim Georg auf der Distille, haben wir mal 10 Liter gemacht, um das zu testen. Und dann werden halt aus dem 8 Gramm werden einfach mal 80 Gramm. Und wir standen dann dran, haben 10 Minuten gezupft und die Digitalwaage ist einfach nicht ausgeschlagen. Und dann haben wir gedacht, oh, Houston, wir haben ein Problem. Ja, wie lange zupfen wir da dann für die 10 Liter? Ja, also wir haben jetzt, wenn wir einen Batch machen, ein Batch sind bei uns so um die 50 Flaschen, die dabei rauskommen, dann brauchen wir 400 Gramm Fichtennadel. Und das ist eine ganze Menge. Das ist so ein Topf. Mhm. Und da sind wir zu 6 locker 1-2 Stunden beschäftigt, um einfach nur diese Fichtennadel zu zupfen. Oder vielleicht auch was Meditatives dann. Definitiv, das hat was Meditatives und halt auch was Besonderes. Und wir glauben auch, vielleicht ist das so ein bisschen Mojo, was da mit reinkommt und was ausmacht am Geschmack. Was darfst du jetzt sagen für den ja, wir nennen es Gin-Lion, was darfst du am besten kombinieren zu eurem Gin dann? Du meinst dann Zusatzgetränken? Ja, also den klassischen oder den Standard Gin Tonic. Den klassischen Gin Tonic, der schmeckt tatsächlich hervorragend mit unserer Sleepy. Man muss nur ein bisschen aufpassen, wenn man Tonic nimmt, was einen sehr starken Eigengeschmack hat und sehr, sehr bitter ist, wie es einige gibt, dann kämpfen zwei starke Geschmäcker gegeneinander, das wird ein bisschen schwierig. Also wir empfehlen einen Indian Tonic. Und da ist tatsächlich das Original Schweppes Indian Tonic, das Gelbe, was jeder kennt, was bei vielen auch verpönt ist, weil es ja nichts Besonderes ist. Das schmeckt tatsächlich mit unserem Gin hervorragend. Oder auch von Fever Tree, Indian Tonics, wunderbar. Was auch eine klasse Geschichte ist, mal das Tonic ganz weglassen und mal mit Säften kombinieren. Das klingt ganz spannend. Ist es tatsächlich so, ihr könnt mal bei uns auf die Page gehen, da haben wir 2-3 Rezepte mal drin. Da gibt es zum Beispiel in Bad Tölz eine junge Firma, MAT heißen die, und die machen Bio-Limonaden. Und da gibt es ganz tolle Geschmäcker von Enzian über Rosmarin bis hin zu Salbei und 6 verschiedene Geschmackrichtungen und der schmeckt richtig genial. Mhm. Also geht's ihr quasi auch ein bisschen weg vom Gin Tonic oder sagt ihr schon, ihr seid nur die klassischen und trinkt es so? Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Also, wir trinken es einfach pur. Das ist das Ding. Und das Spannende ist, wir haben ja dann ganz viele Blindverkostungen gemacht mit allen möglichen Leuten, die davon was verstehen und haben nichts zum Thema gesagt, wie viel Prozent hat der und haben die schätzen lassen und die haben alle gesagt, ja, der hat halt die üblichen 44%. Also das Coole ist, der ist wirklich sehr, sehr rund geworden und hat keinen bösen Sprit-Nachgeschmack. Also ich mag so zum Beispiel diese klassischen Obstler und Grappa mag ich nicht, die so ein bisschen nach Sprit schmecken. Das war mir ganz wichtig, dass der einfach rund schmeckt. Der darf schon Kraft haben, Alkohol ist ja auch ein Geschmacksträger, aber dieser Spritgeschmack muss weg sein. Und das haben wir offensichtlich ganz gut hingekriegt. Und deswegen kann man den tatsächlich wunderbar pur trinken. Das ist einer von den wenigen Gins. Und als Power-Tipp, was wir empfehlen, ist immer erster Schluck pur. Dann nimmst du das gleiche Glas, was du hast, und schmeißt einfach 2-3 Eiswürfel rein. Mhm. Dann schwenkst du ihn ein bisschen und dann wirst du sehen, dass wie beim Uso wird das Glas weißlich. Also das ist der sogenannte Louche-Effekt, weil wir haben so viel ätherische Öle drin, die fallen dann aus und bilden dann so eine Emulsion.
Und das Spannende ist wirklich im Unterschied zu absolut pur, wenn du das mit so einem Eiswürfel trinkst, dann kannst du wirklich beobachten, wie sich die Geschmäcker so ein bisschen verschieben. Das ist total spannend. Und dann der nächste Schritt, wenn einer mag, unbedingt probieren. Unbedingt probieren. Nichts vornehmen an dem Abend. So, sowieso nicht. Und also kann die quasi Frage, halt ums machen. Das ist zum Beispiel ein Plan. Man schläft hervorragend nach unserem Gin. Ah, guter Tipp. Kann nichts passieren, weil man träumt doch gut. Ja. Na, aber dann bedanke ich mich, dass wir schnell geratscht haben. Ja. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr bei uns auf der Messe. Ich darf mich freuen, sobald es wieder Messen gibt, gell? Ja, schauen wir mal. Gut, dann. Alles klar, dann sage ich schon mal Merci in die Runde. Ja. Und danke dir. Ciao, ciao. Ciao.